Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Immer noch in der illusionären Dunkelheit, das wird sich noch ein bisschen so ziehen. Wir sind gerade in Elbens Pfad, glaube ich, gelandet, wo wir höchstwahrscheinlich als nächstes gegen Elben kämpfen müssen. Also, yay! Rein da. Wir haben in der letzten Folge übrigens gegen Presser gekämpft, also Presser-Schatten. Nur so nebenbei. Laterne. Laterne. Ich glaube, die sind jetzt immer eher beim zweiten Mal, ne? Da ist die Kerze, okay. Da ist die Fackel. Nein. Soll ich denn da ausweichen? Das Ding hat den gesamten Pfad hier blockiert, das fette Teil. Wow, die werden auch stärker. Was zum Teufel? Hört auf, stärker zu werden. Könnt ihr es wagen? Wie? Ach, gegen links bist du. Ich dachte, gegen voll bist du anfällig. Komm mal her. Warum werden die Gegner immer stärker? Was soll hat? Ich bin derjenige, der stärker wird. So, du bist gegen Schwerter anfällig, okay. Du bist anfällig gegen Schmerzen, okay. Bams. Na gut, meine Nase ist die ganze Zeit zu, geht mir so auf den Nerven entsprechend. And by prey, I of course mean all the pretty ladies. Okay. Sag mal lauter, Mann. Ich verstehe das meistens nicht. Aber wenn ich das zu laut mache, dann hört man die ganzen Echos irgendwie im Mikro. Und das ist auch nicht toll. Na, ja, da ist die Kerze. Da ist schon wieder so ein fetter Oschi. Davor. Ey, du bist so fett, du passt noch nicht mal in den Bildschirm. Blah. Deine Mama ist so. Nein, Quatsch. Ja, dieses Niveau wollen wir gar nicht erst betreten. Ne? Wir sind ja hier sehr zivilisiert und so. Oh, das ist schon wieder so ein dickes Ding. Wie zum Teufel bin ich halt. Okay, egal. Ich nehme einfach die Dinger und kassiere dann am Ende meines Tages die Belohnung ein. Ist ja fast wie arbeiten. So, wo bin ich hingegangen? Da, ne? Wenn man aufhören, irgendwie mir die Sicht zu versperren, ich sehe nur irgendwie schwarze Dinger. Ich wollte schon schwarze Leute sagen. So. Sechsmal alte Glocke, sehr schön. Wenn jetzt wieder die Wüste kommt, ne? Muss schon sagen. So, hier habe ich keine Lust, mir die Mühe zu machen mit dem Dingens. Mit den, hier ist nix. Oh, ich bin ganz unten, verdammt. Gehen wir erstmal ganz nach oben. Wo gehen wir erstmal hier runter? Da ist ein Licht nämlich. Ja, hier mache ich mir keine Mühe mit den Laternen, Kerzen und Fackeln. Weil, ja, ist ein bisschen nervig. Wenn ich eine sehe, sammle ich sie ein, aber nicht in die richtige Reihenfolge. Das wird zu lange dauern. Wisst ihr doch, oder? Man versteht ihr doch. So, da habe ich jetzt nicht gesehen. Das auf dem roten ist. Vielleicht ist das hier wieder auf dem blauen oder grün. Welche Farbe ist das für euch? Ist das blau oder grün? Keine Ahnung, bei meiner Kindheit immer so die Frage. Irgendwie solche Farben. Für einige Leute war halt immer blau und für mich war halt grün. Verstehe ich nicht. Für mich sieht das aus wie grün, ehrlich gesagt. Bläuliches Grün, aber grün. Wo ist der letzte Teil? Da. Wie komme ich da? Geh mal da hoch. Und zack. Okay. What? Habe ich sogar so einen kleinen Millimeter in den Reim bewegt, verdammt. Hilfe! Fetten Typen hier. Warte mal, einige Gegner habe ich noch kein einziges Mal getroffen. Elise und Ron, ihr könnt euch ruhig auch miteinander verbinden, ne? Und ich keiner von ab. Zippasch. Stabil dir.
als voll gemacht. So eine traurige Attacke irgendwie. Oh, Bubble Blast. Oh mein Gott, wenn jetzt Elvin der nächste Gegner ist, dann haben wir es verdammt schwer, habe ich so das Gefühl. Weil Elvin hat allein schon im ersten Teil im Kolosseum als Gegner immer viel HP gehabt. Mein Gott, hat der viel HP, ey. Ugh. So, das wäre zu schön gewesen. Wo ist das? Da. Dann muss ich wieder runter. Na gut. Kein Ding. Wart! Bin schon wieder in einen reingelandet. Was soll das? Soll ich der Weihnachtsmann hier erschießen? Der Epic Santa. Ho, 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 ho. Warum singe ich das Flintstones-Thema im Weihnachtsziel? Ja. Hör auf damit. Wollte schon sagen, ich habe doch Elvin als Partner. Warum macht das nichts, ey? Da, 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 da. So, jetzt habe ich halt im Ohr. Du hast gekackt. I am pooped. Was ist denn I am pooped? Ich bin gekackt oder was? Und das Niveau ist. Er ist jetzt zum dritten Mal passiert. Was soll das? Hör auf damit. Dim 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 dim. Boah, haha. Ja, ja, ja. Elvin steht da wie eine Eins, ey. Er hat schon Schlimmeres wahrscheinlich erlebt, ne? Der Ei. So. Er hat viel Erfahrungspunkte gegeben, was? Gut, dann hat er ihr rein. Wollte schon sagen. Ich bin noch nicht eingebildet. Ich bin zwar eingebildet, aber ich bild mir doch nichts ein. Ja. Dann nehmen wir wieder unser Früchte-Yakisoba. Die haben das wahrscheinlich schon längst hat unsere Charaktere, ne? Denken sich schon wieder, boah, schon wieder das Zeug. Sieht man irgendwie nur so wie Jude irgendwie so Müller mal kotzen. Was? Egal. So, Elvin, komm her. Oh, das wird wehtun. Hat er denn für eine Standardwaffe da? Hm, 130, werden immer stärker. Alte Glocke und Goldwürfel. Schon wieder nur. Doch, mal her, sag. Wie? Der geht einfach da raus. Willst du mich auf den Arm nehmen? So. Und zack. So, und er war schon mal 100.000. Never gets old. Und er hat viel AP. So, komm her. Ziehen wir mal die weiteren 100.000 ab. Oh Gott. Voll der Luft getroffen, ey. Da, ich kann da nichts mehr machen, ey. Greif mich einfach währenddessen an. Bringt gar nichts mehr, diese Kombo hier mit X. Deswegen muss ich irgendwie nicht im X irgendwie so angreifen, um irgendwie die Mystic Art einzusetzen. Das wäre ja richtig doof gewesen. Oh nee. Warte mal. Elvin, komm mal her. Nee, nicht die Attacke. Wer zwar Dinges. Nicht so anfällig dafür sein, aber da wird er wohl auch nicht dadurch brennen, oder?
Oh Mann. Oh Mann, voll auf Elise drauf. Ich glaube, ich spinne, ey. Der bekommt null Schaden dadurch. Au. Oh, sehr gut. Nee, ich glaube, ich kann ihn nicht verbrennen. Nee, das geht nicht. Ja, wo ist es jetzt hier? Feuerbogen. Okay, das macht den Kampf natürlich ein bisschen nervig. Ich glaube, seine Abwehr dürfte nicht so hoch sein, oder? Ich weiß nicht. Ich muss erstmal einen Vergleich haben. Ich kann ihn doch bestimmt vergiften, ne? Aber wenn ich Elben hätte, ne? Ich betäuben und dann kannst du so lange abwehren, wie du willst. Was zum? Jo. Aber mir sieht das so aus. So, mach mal so. Ich kann ihn vergiften, das bringt's auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Er hat wirklich eine beschissene Abwehr. Kann auch sein. Ach ja. Hi, na? Das hat wieder geändert, Mann. Wo ist es? Was? Nicht Feuerbogen mit Dings. Oh. Ach ja. Idiot. Also ich. Der Feuerbogen. Was? Der kann auch Feuerbogen? Er kann auch Feuerbogen. Ach ja, stimmt, wo er so nach links schießt, genau. Mir sieht aber anders aus. Bei mir ist halt Wasser. Oh nein, er hat sich aufgeladen. Oh nein, geh weg. Ah! Ja, wir kriegen voll schnell irgendwie die AP von ihr abgezogen. Ich habe nur für eine Sekunde gesehen, wie du aussiehst. Und selber hat einen weißen Anzug, das sieht viel besser aus. Oh nein, ja, okay. Ich habe irgendwie angewohnt, nur auf die, auf sich selbst irgendwie zu gehen, ne? Also auf ihre normalen. Ich, ey, geht da einfach zu ihr hin und der schießt die. Also immer mit ihren Mystic Art meine ich. Geht immer auf ihre normalen Ichs los. Die ziehe ich jetzt null ab, eins. Weil ich jetzt nicht verbunden bin mit irgendjemandem. Oder boah. Oh, meine Nase, ich die ganze Zeit, ich muss die ganze Zeit kratzen, ey. Wenn ich verliere, legt das voll daran. Durch nichts anderes. Boah, Hilfe. Hier geblieben. Ja, jetzt ziehe ich wieder mal ab. Ey. So, sei vergiftet. So, und jetzt aber. Genau, das wollte ich einlassen. Hilfe. Wie? Einfach rollen. Er will sich ausgewichen und hat dann deswegen Elise getroffen, ey, verdammt. Oh ne. Das riskiere ich lieber nicht. Wutsch. Sehr gut. Wie aufstehen. Ja, ich bin auch blöd, ne? Mal wie Luftkämpfer. Wie abwehren. Er kann sogar das abwehren. Der hat sich geheilt. Und so 20.000, dann habe ich genau gesehen. Was ist das denn? Da, das ist so kacke, ne? Kann nichts mehr machen. Manchmal. Ja, stirb.
kannst nicht allen ausweichen. Doch kann er. Verdammt. Stopp. So, sei vergiftet bitte. Sei vergiftet bitte. Sei vergiftet bitte. Jawohl, sehr gut. Boah, boah, boah. Mal, ich setze immer den angefallen. Nee, das bringt glaube ich nichts. Ich kann den voll leicht ausweichen. Ja, Hilfe! Oh. Nein, ich schon wieder auf mich mit deinem Mystic Art. Geh weg, Mann! Aua! Wie? Jawohl. Ja, ne, von Ron sich irgendwie voll wenig Zauber. Also ich gerade während des Angriffs irgendwie aufgeladen. Geht denn das? Ja, warte, da gibt's glaube ich einen Angriff, ne? Aber egal. Sei vergiftet, bitte. Sei vergiftet, bitte. Ah, ja, ja. Aber liegt noch nichts im Ding des Unmöglichen, habe ich so das Gefühl. Also was die Gegner angeht. Aua. Oh, den Angriff habe ich auch noch. Hier geblieben. Verdammt. Das war doch ein Begehen aus Hass, ey. Der ist voll auf ihn losgegangen, ey. So. Ich glaube, den Angriff sollte ich ein bisschen öfter einsetzen. Der zieht voll viel ab, habe ich zurückgeführt. Ja. Whoop. Elise, geht da weg. Ja, nee. Jetzt schon wieder geil, ey. Hallo? War irgendwie so 7000 Punkte, wo er sich geil hat. Oh nee, wie soll sowas von tun? Nein. Nein, nicht auf Elise. Sack. Mach du doch nicht als erstes Rowan wiederbleiben, ey. Was hast du denn für Prioritäten, Elvin? Das sind aus den ganzen Fanfics. Die ist wahrscheinlich von dir und Elise gibt. Ja, ich kenne mich dann aus. Nein, da war sie schon wieder eine. Aber Spinne. Whoop. So pasch. So, komm her, sei vergiftet. Bitte. Ich habe nicht viele Anforderungen, aber sei vergiftet. So, oh nein, oh. Ja, der bekommt das mir dann auszeichnen, kannst du aus bitte befreien, ja beinahe. Ist schon voll langweilig als Zuschauer, wenn man jetzt eine ganze Woche nur diese Folgen gegen diese Schattenviecher hier zuschaut, ne? Weiß ich nicht. Weiß nicht, irgendwie wie ein Kampf irgendwie auf Zuschauer wird. Könnte sogar klappen. Nein! Nicht den Angriff. Außer er läuft volle Möhre da rein, danke. So, reicht das? Dim, 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 dim. Und er ist weg. Ja. Voll mit Stil. This is heavenly. Mike Rowan hat auch mitgekämpft. Wait, don't go in. I feel yes. Hier ist mal ein Level Up, das ist auch nicht schlecht eigentlich. Wir haben schon wieder, wir haben nur von Gaius bis jetzt irgendwas bekommen. Nur von Gaius Schatten. Da finde ich ein bisschen doof. Ah. Ja, ich schicke jetzt die ganze Zeit immer irgendwo hin. So, gegen wen haben wir jetzt alle schon gekämpft? Gegen Elvin, Elise, Leia und Gaius. Gegen Julius, Agria, Presser und Presser, meine ich. Und die Jao.
Die werden immer stärker, immer stärker. Entweder habe ich eine richtig gute Reihenfolge erwischt, weil die passen sich mein Level an, wie immer. Ja. Wir könnten uns wieder irgendwas holen für unsere Glocken, ne? Unsere Glocken. Eine für 30, ne? Hier dieses Kresnik-Schlüssel-Ding kriegen wir bestimmt noch nicht. Kaufen wir einfach irgendwas. Weiß ich nicht. Agent Alleskönner, einsamer schwarzer Flügel. Talkarten. Agent Alleskönner, Mademoiselle Travis. Travis. Travis, das kommt mir so bekannt vor. Generaldirektor Spyros AG. Sekretärin des Generaldirektors. Schuldenbetreiber der Versandbank. Was? Verlandbank. Schwertkämpfer der Zeit. Held von Neue Stadt, Linsenjäger. Feuerschwertmeister. Weiß ich nicht. Einsamer schwarzer Flügel. Altfreundlicher Patriarch. Ex-Ratte, Femme Fatale. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich will jetzt nicht direkt wieder was für 30 kaufen. Ja, was das hier? Ja, Verwandlung, Wingold. Was? Verwandle ich in Wingold von der Schimmeriade? Was? Das ist echt ein Kostüm. Ey. Warte mal, für wen ist denn das? Was? Was zum Teufel? Hat er auch Dingens? Nee. Ist ja nur... Wie geil ist das denn? Was zum Teufel? Wie geil! Ich kann mich in andere Charaktere verwandeln? Ey, wie geil ist das denn? Ey, geil, da muss ich jetzt nur einen Kampf sehen, hallo? Ich meine, das ist nur eine... Dingens, äußerliche Erscheinung, aber trotzdem, das ist aber richtig geil. Wie geil. Sind das dann alles so Verwandlungen oder was? Habe schon gefragt, also so viel Kostüm kann es doch gar nicht geben, ey. Ja, okay, ich sehe aber nur die Dings. Wie geil ist das denn? Hier. Wie geil. A most excellent rhythm. Ist er nur für Ludger? Warte mal. Was? Das ist doch so geil, ne? Warte mal. Was? Okay, jetzt habe ich erst recht Bock. Also jetzt habe ich erst recht Bock mit den... mit allen Charakteren da zu machen. Das ist so geil. Ich sag doch, das Spiel ist so richtig für Dingens hier. Richtig auf Inhalt so abgestimmt. Warte mal. Muse. Was zum Teufel? Da kannst du ja voll geile Sachen mitmachen, ey. Wo ihr das? Damit werde ich auf jeden Fall meinen Spaß haben. Boah, jetzt möchte ich erst recht noch ganz viele von den Dingern haben. Lass mal erstmal. Was? Achso, ja. Oh mein Gott, ihr wisst, wie er aussieht. Warte mal. So, glaube ich, hier, ne? Ja. Epic Santa Set. Das ist ja jetzt mal richtig geil.
Ich dachte irgendwie, wären so Kostüme, aber so viele Kostüme können sie aber wahrscheinlich für jeden Charakter programmieren, oder? Und dann sind da jetzt hier Verwandlungen, das ist ja noch geiler. Boah, nee, boah, ich komme jetzt ja gar nicht mehr raus, ey. Jetzt will ich irgendwie, das Spiel gar nicht mehr endet. Das ist ja so geil. Allein deswegen würde ich schon sagen, dass der Teil besser ist als der erste. Das ist aber ein richtig geiler Fanservice. Das ist vom Spielmechaniken und sowas. Oh nein, Okay, jetzt möchte ich auf jeden Fall noch ganz viele Glocken haben. So, ich sollte meine Party jetzt auch langsam beenden. Boah, geil. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xenoblade 2, wo wir wieder in die illusionäre Dunkelheit reingehen. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.